Christopher und ich berichten über weitere Spiele, die bei uns auf dem Tisch gelandet sind. Da waren wieder einige Highlights dabei. Los geht's. Ich leg direkt los mit einem, kann man Skirmisher nennen? So einen ja, Hero Brawler. Also wie man das vielleicht von... Warum lachst du? Hero Brawler. Warum lachst du schon? Ja, weiß keiner, was das ist, ne? Also, ich umschreib's mal. Hero, ich umschreib's mal. Also, wir draften uns Helden, so typische, wie man das vielleicht aus League of Legends kennt. Und die werden in Arena geschmissen. Man hat immer noch so ein paar Zielkarten an der Seite, die dann Siegpunkte geben. Im Endeffekt gibt es aber Siegpunkte, wenn man den Gegner kaputt kloppt. Also einzelne Helden von denen kaputt kloppt. Und dann haut man sich quasi seine Spezialfähigkeiten um die Ohren. Erstmal optisch finde ich mega cool. Karten, mega cool illustriert. Also jeder Held kommt halt mit einem Set an Skillkarten, die sehr individuell und besonders sind, also wie man das auch von diesen Spielen kennt, die Charaktere alle sehr unterschiedlich. Da ist mal so ein kleiner, tankiger Zwerg dabei, da sind auch mal ein paar schnelle, leichtgewichtige Damage-Dealer dabei, irgendwie so, ne, so eine Eismagierin, die dann vielleicht mal ein Eisschild macht oder sich hin und her teleportieren kann, also alles, wie man das thematisch sich vorstellt, funktioniert das Spiel auch. Ich weiß noch, in der ersten Runde hat mein Gegner so einen krassen Typen, der einen superschnellen Move zu mir gemacht hat, hat irgendwie alle so ein bisschen runtergekloppt, ist dann aber total zerfetzt worden von mir in der nächsten Runde, hat aber schon so viel Basisschaden auf alle gemacht, dass die dann, meine Helden, alle schon mit halber HP da standen. Also du merkst, ein sehr dynamisches Spiel, was mir sehr gut gefällt, von dem, wie der Flow des Spiels so ist. Wie läuft das so grundsätzlich ab? Also wir haben halt Handkarten, von denen versuchen wir mal so sinnvoll wie möglich die Karten auszuspielen. Was nicht ausgespielt wurde, fliegt weg. Nächste Runde zieht man wieder Karten und das sind die Optionen, die du spielen kannst. Du kannst aber nicht alle Karten einfach nur rausballern. Du hast so drei Tokens da liegen, ein roter, ein blauer, ein gelber. Das heißt, jede Karte hat immer eine bestimmte Affinität zu dieser Farbe. Ich kann immer nur jeweils eine Karte mit dieser Farbe halt ausspielen. Oder es gibt halt so drei, vier Verlegenheitszüge. Wenn halt eine Karte gar nicht passt, kann ich auch so einen Token ausgeben, um dann so Standard Moves mit irgendwas zu machen, einen Standardangriff zu machen und so weiter. So, und diese Karten, die sind immer für jeden Charakter gleich viele da, mit unterschiedlicher Gewichtung, was sie denn so Cooles können. Und ich finde, das hat einen guten Mix aus Chaos plus Planbarkeit plus nicht so anspruchsvoll von den Karten her, aber trotzdem noch genug Einfluss, den ich nehmen kann und coole Kombos, Planungen, Effekte, was da abgeht. Also das war wirklich, finde ich, ein sehr witziges, wir hauen uns auf die Mütze, haben sehr anschaulich coole Charaktere in diesem witzigen Setting und hatten nach der ersten Partie direkt Bock, noch eine zu spielen und haben das auch direkt gezockt. Es ist natürlich ein plastiklastiges Spiel. Mein Kumpel hatte da halt auch eine Kickstart-Variante, wo dann halt auch Stretch Goals Boni dabei waren mit Plastik-Tokens. Die haben wir weggeschmissen, die Papp-Tokens waren cooler. Also, da ist halt auch Zeug drin, was man nicht braucht, weil es Kickstarter-Stretch Goals waren. Ich sag mal, wenn man sich von Happy Shops, das ist ja bei der Spieleschmiede, glaube ich, auch gewesen, also die haben die Übersetzung gemacht, wenn man sich da kauft ohne den Bling-Bling, ist man genauso gut bedient. Ich habe lieber mit den Papp-Tokens gearbeitet, weil man da besser erkennen konnte, was drauf ist. So, insgesamt mega Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es mir selber kaufen muss, weil es eine Monsterbox ist, die mega viel Platz wegnimmt. Es ist sehr opulent. Das gibt natürlich so ein bisschen Flair mit, ne? Mir hat's Bock gemacht. Aber richtig. Also, ich finde es total lustig. Ich habe jetzt so viele Sachen wiedererkannt. Ich habe das ja auch schon gespielt. Das ist aber schon 1,5 Jahre her. Das war, als Essen noch in echt Prototyp, stattfand. Ne? Das habe ich mit, ja, als Prototyp bei denen da am Stand. Und da war Sam Healy noch mit am Start und irgend noch jemand anderes. Da haben wir das zu dritt gezockt. Und das war halt irgendwie in dieser Lautstärke, wo drumherum immer du diese ganze Geräuschkulisse hast. Und da hat mir das jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Also, nachdem wir uns ja auch nicht kannten, ist auch diese diebische Freude, wenn man jemanden dann so eine reindrückt und so auch nicht so da. Ich glaube, das ist im Freundeskreis irgendwie besser. Das sah damals aber auch schon echt opulent aus. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ich glaube, er sagt, dass diese, wie hast du gesagt, Hero Skirmish Brawler, das ist, glaube ich, einfach nicht so meine Art von Spiel. Das spricht mich generell nicht so sehr an. Das ist ein bisschen Ami-mäßiger, ne? Das ist nicht so die Euro-Ecke. Mhm. Wobei ich das halt mit diesen Karten sehr cool finde und halt auch diese Nebenziele, die man versucht zu erreichen. Also man hat halt eine Leiste an der Seite, wo die Aufträge halt so reinpurzeln. Ne? Am Anfang liegen ganz viele da und dann kommen die halt nach und nach. Das heißt, du weißt demnächst, was schon Punkte gibt. Am Anfang gibt es dann noch erstmal einen Punkt.
Wenn man es dann immer noch nicht erfüllt hat, dann rutscht er in der nächsten Runde weiter, dann gibt es schon 2 Punkte. Das heißt, die werden auch immer spannender, bis sie dann hinten wieder rauspurzeln, auch mal einen Punkt weniger oder dann ganz weg sind. Und die muss man dann immer im Auge behalten. Ähnliches Spiel war zum Beispiel Skytier. Ich muss sagen, Super Fantasy Brawl hat mir noch besser gefallen als Skytier. Skytier fand ich auch nicht schlecht. Das war aber auch eher so ein Tower-Defense-Game, wo man noch so ein paar Minions hatte, die man so gepusht hat. Ist hier alles raus. Man hat hier nur coole Helden. Man muss auch sagen, die waren halt bemalt, ne? Also, das macht halt auch ein bisschen her. Die Säulen waren cool bemalt, die Figuren waren alle cool bemalt und man hat sich wirklich gefühlt wie in diesem PC-Spiel und hat sich da krass um die Ohren gekloppt alles. Und man hatte das Gefühl wirklich, man war drin, auch weil die Illustration so cool war. Und weil halt alles, was man so machen konnte, thematisch zu diesen Charakteren passte. An einer anderen Stelle hatte ich das Gefühl, okay, der hat jetzt in seiner ersten Runde perfekt schon Karten auf die Hand bekommen, um diesen Charakter mega ausflippen zu lassen. Da habe ich mich schon ein bisschen gefühlt, wie soll ich denn das noch gewinnen? Da habe ich ja keine Chance mehr. Ich habe die Partie noch gewonnen. Also, wenn man halt Karten rausgeballert hat, dann kommen die auch erstmal nicht wieder. Man muss da schon gut überlegen, wann man was spielt. Ja. Deswegen von mir eine Empfehlung. Hat Bock gemacht, aber muss halt auch Spaß haben auf dieses, wir hauen uns auf die Mütze und nehmen das nicht so ernst. Ja, das erste Spiel, was ich im Gepäck habe, geht in eine ganz andere Richtung. Das ist irgendwie gar nichts mit großen Miniaturen, sondern ist wirklich sehr minimalistisch. Da hast du nämlich nur eine Box mit Würfeln. Und das ganze Ding heißt Dungeon Drop und das ist genau das, was man macht. Also man zieht aus am Anfang erstmal so eine ganze Menge an bunten, unterschiedlich großen Würfeln, die man auf den Tisch einfach so rausschmeißt. Und das ist dann sozusagen ein Dungeon, den man damit gebaut hat. Und dann muss man in jeder von 3 Runden 4 weitere Würfel aus der Box ziehen. Die wirft man dann auch. Man kann sich auch überlegen, wo man die dann runterdroppt. Und dann geht es darum, dass man mit den grauen Würfeln, die da drin sind, die sind sozusagen die Pfeiler des Dungeons, dass man da 3 sich aussucht, mit denen man dann ein Dreieck bildet auf dem Tisch. Und dann kann man sozusagen seine Figur in dieses Dreieck stellen und alle Würfel rausgraben, die da drin sind. Und diese Würfel nimmt man, weil man dafür halt unterschiedliche Punkte bekommt. Manche von denen sind auch Monster, die geben einem dann halt irgendwie auch einen Schaden. Also jeder hat so einen eigenen kleinen Charakter mit einer Spezialfähigkeit, der irgendwas Lustiges machen kann. Und dann versucht man da halt über 3 Runden ganz schnell gespielt irgendwie möglichst viele Siegpunkte zu machen, indem man halt einfach gut analysiert auf dem Tisch, wie man denn am besten 3 Punkte miteinander geografisch verbindet. Die müssen auch relativ nah beieinander sein, um da das Zeug rauszuholen mit möglichst viel guten Sachen, aber nicht so vielen schlechten Sachen. Das ist im Endeffekt schon das Spiel. Wirklich sehr schnell gespielt. Also eine Mischung aus Geschicklichkeitsspiel und so ein bisschen Pattern Recognition, dass man auf dem Tisch erkennt, was jetzt da an welcher Stelle vielleicht interessant sein könnte. Fand ich lustig. Hätte jetzt auch das Dungeon-Thema nicht gebraucht. Würde mit jedem anderen Thema wahrscheinlich auch funktionieren. Aber dadurch sind auf den Charakterkarten, die man hat, die so die Spezialfähigkeiten anbieten, ein paar lustige Grafiken drauf und so. Also ist alles so sehr tongue-in-cheek. Ist ein netter Filler für zwischendurch. Wenn man einmal Bock hat, irgendwie jetzt keine Plättchen auszulegen, sondern einfach mal ein paar Würfel auf den Tisch zu knallen. Mhm. Klingt cool. Ich habe ein Spiel dabei, alles auf eine Karte. Und so wie es aussieht, so ist es auch. Was sind deine Erwartungen, wenn du so ein Cover siehst? Ach, jetzt hast du es noch gar nicht gesehen, ne? Dann lass ich es weg. Ich habe das Cover noch nicht gesehen. Kannst du ja gar nicht sehen. Warte, ich mache das schnell auf. Mach's mal nebenbei. Sekunde, warte, ich mach das schnell auf. Also, das ist so ein Roll-and-Ride-Spiel. Wir würfeln Farbwürfel. Und haben halt immer verschiedene Auftragskarten, versuchen als erstes 4 Auftragskarten fertig zu bekommen. Auf diesen Karten sind halt verschiedene Linien mit unterschiedlichen Farben. Und wenn man irgendwann so kniffelmäßig ein Spieler sich entschieden hat, das ist jetzt das Ergebnis, kann halt jeder loslegen und auf einer Karte, die er sich entscheidet, diese Farben wegkreuzen. So ein bisschen Quicks-like ähnliches Spiel, ne? Also, sieht super aus. Wir haben das gespielt. Wir haben gequatscht und irgendwann gemerkt, ach, wir spielen ja nebenbei noch das Spiel. Also man kann das mega Brain AFK spielen, ne? Da musst du nicht viel bei denken. Manchmal so ein paar sehr leichte Entscheidungen treffen. Also mega was für mit der Omi und mit den kleinen Kids zu spielen. Das ist generationenübergreifend überhaupt kein Problem. Das kannst du mit jedem spielen. Ist es schlecht? Nö. Würde ich es wieder spielen? Nö. Also dann vielleicht lieber Quicks. Also es macht nichts falsch, aber es begeistert auch nicht. Und du kannst einfach dein Gehirn völlig ausschalten und es nebenbei spielen. So, das kann man dazu eigentlich sagen, ja. Super, das ist ein Spiel quasi, was man immer rausziehen kann. Aber ich habe das Cover mit leider gefunden. Ja, es reizt mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so sehr. So, das soll jetzt nicht despektierlich wirken, ne? Also es gibt eine Zielgruppe, die hat da Spaß dran. Aber du kannst wirklich dein Gehirn völlig ausschalten und das dabei nur quatschen und es nebenbei spielen, ja. Genau.
Das ist die Zielgruppe wahrscheinlich auch. Ja, kommen wir zu etwas, wo man sein Gehirn nicht ganz ausknipsen kann, nämlich Cloud City. Da hast du vielleicht auch schon was von gehört. Das ist das neue Phil Walker Harding-Spiel, wo wir auch aus kleinen Wolkenkratzern mit so Luftbrücken uns eine kleine Stadt aufbauen. Ja, genau. Wir hatten es in der Neujahrsvorschau, hatten wir es ja gesehen und haben ja noch gerätselt. Mhm. Mensch, wie soll das denn mechanisch funktionieren? Da muss man ja irgendwie so in die Höhe bauen und Brücken und das alles verbinden. Oh, das kann ich dir jetzt sagen. Ist eigentlich relativ einfach mechanisch. Nämlich hat jeder so ein Grundquadrat vor sich liegen und da sind eben halt verschiedene farbige Felder, entweder sind die blau, grün oder braun, und dann packt man da entsprechende Gebäude drauf. Die blauen sind die ganz kleinen Gebäude, dann kommen die grünen und die großen Gebäude sind die braunen. Und immer wenn man dran ist, dann sieht man aus der Auslage ein neues Plättchen, das sind immer drei zur Auswahl, legt das bei sich irgendwo an, man muss halt ein 9x9 Raster bauen und dann positioniert man die entsprechenden Gebäude drauf und das versucht man eben halt so geschickt zu machen, dass man dann zwischen den Gebäuden Brücken bauen kann. Und je weiter die auseinander sind, desto länger sind die Brücken, desto mehr Punkte geben sie einem. Und wenn man es halt ganz geschickt macht, dann ist es so, dass man halt auch wirklich, dadurch, dass die ja unterschiedlich groß sind, die auch übereinander baut und versucht halt möglichst alle miteinander zu verbinden. Dazu gibt es halt dann noch drei so gemeinsame Aufträge, die sind in jedem Spiel anders, wofür es halt auch noch Punkte gibt am Ende, wird man halt für bestimmte Sachen belohnt und dann geht das da in 8 Runden ganz, ganz schnell irgendwie von sich ab und dann zieht man da einfach alle immer Dinger, baut seine Gebäude auf und baut seine Brücken drauf. Was cool ist, man hat quasi keine Downtime, weil man so lange damit beschäftigt ist, diese ganzen Sachen alle aufeinander zu bauen, dass man eigentlich dann schon, wenn man fertig ist, wieder dran ist und das spielt sich so in 20 Minuten runter und dann hast du da so eine kleine Stadt aufgebaut. Geschicklichkeit ist nicht also gefragt, oder? Nö, ja. Gar nicht. Nee, nee. Also da fällt erstens mal nichts um und wenn es umfällt, ist auch wurscht. Das geht wirklich nur darum, dass das optisch halt so einen 3D-Effekt hat und das schön ausschaut. Also da kann man nichts falsch machen dabei. Aber wirklich ein sehr, sehr simples Spiel eigentlich. Also ich glaube, das bisschen Anspruch kommt dann dadurch rein, dass man halt irgendwie schon beim Drafting antizipiert, aha, welche von den Karten könnte der am geschicktesten vielleicht in 2 Schritten an der und der Stelle einbauen, damit ich dann diese beiden Gebäude miteinander mit einer Brücke verbinden kann. Und zwar möglichst so, dass ich halt auch noch viele Punkte kriege. Also das ist jetzt nicht wie das Spiel davor, dass man da jetzt irgendwie das einfach so ganz nebenbei spielt. Da muss man schon sich darüber Gedanken machen, aber trotzdem immer noch ein sehr, sehr einfaches Familienspiel. Alles klar, okay. Familienspiel habe ich auch im Gepäck. Und zwar, ich glaube, so der nächste, ein Hoffnungstitel bei Pegasus. Das hatten wir auch in der Neuheitenvorschau und dachten schon, hui, das ist aber eine hübsche Sache. Und zwar Dive. Also sehr, sehr schönes Unterwassercover. Wir gehen auf Tauchgänge und haben hier was sehr Außergewöhnliches. Und zwar einen großen Stapel an Plastikkarten, die so übereinander liegen. Und eine wesentliche Herausforderung dem Spiel ist es abzuschätzen, wenn man oben drauf guckt, in welchen Ebenen, wie tief sind denn wohl welche Tiere, auf die man antrifft. Weil Haie, die sind nicht so cool, Schildkröten und andere Meeresbewohner, die sind cool, die helfen uns dann noch mehr Punkte zu machen. Definitiv auch ein Familienspiel. Und als wir das gespielt haben, habe ich auch gemerkt, oh, da sind alle schon gehuckt und sehr engaged und gucken genau hin und haben auch Spaß dabei, auszutüfteln, auf welcher Ebene ist denn was zu finden. Was machen wir dann? Also, wenn wir so ein Gefühl haben, können wir dann selber hinter einem Verdeck, können wir dann entscheiden, erstmal, wie tief wollen wir tauchen und auf welcher Ebene können wir eigentlich was erwarten. Weil man muss nämlich Holzsteine entweder auf eine Seite legen, wo kein Hai ist, oder halt ein Hai, wenn wir sagen, da ist ein Hai. Und jeder Stein hat halt auch eine bestimmte Punktezahl. Weil, wenn wir nämlich angeben, dass an einer bestimmten Stelle vielleicht Schildkröten sind, dann kann derjenige die Bonuspunkte von denen nutzen, der dort die höchste Zahl gelegt hat. Und man kann auch mehrere Steine übereinander legen. Das heißt, man kann tendenziell auch nicht so tief tauchen, mehr an bestimmten Stellen einsetzen, um sich zu sichern, halt diesen Bonus zu kriegen. Prinzipiell kriegt man aber, wenn man richtig liegt, für jede Ebene, die man halt tief getaucht ist, Punkte. Also man versucht schon sehr tief zu tauchen. Nebenbei natürlich auch noch die Haie richtig zu raten, dass man halt den Stein auf der richtigen Seite hat, dass man die halt umgeht. Sobald man halt eine Ebene nicht richtig geraten hat, muss man stoppen und dann gibt es halt dafür keine Punkte mehr, auch für die danach liegenden nicht mehr, da wird nicht gescored, sondern nur was da drüber liegt. Also wirklich ein Schätzspiel mit ein bisschen, ja, Pokern an der Stelle, okay, wenn ich jetzt weiß, an der Stelle kommt ein Hai, den übergehe ich mal und dann kommt halt irgendwie eine Schildkröte, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die da ist. Wie viel von meinen Steinen setze ich denn ein, damit ich den Bonus da kriege? Also da kann man dann auch ein bisschen hochpokern. Da muss man dann überlegen, okay, wie viel setzen die anderen denn ein? So, wie schon gesagt, wir waren da alle sehr drin. Also dieses, ja, wir gucken mal und dieses Einschätzen, was kommt denn? Ist es dies? So, alle sind wirklich so am Tisch hin und her am Gucken.
Problem kann Licht sein. Also wenn da je nachdem die Lampen irgendwie ein bisschen blöd hängen, dann hast du halt so Kegel auf diesem Ding, wo man es dann nicht so gut sehen kann. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt noch Folien hatten, die wir hätten abziehen müssen. Das ist ja bei diesen Spielen sehr häufig. Wir haben mal geguckt, aber da ging nichts ab. Nach der Partie hat, also das hat während dem Spiel sehr viel Spaß gemacht, hat auch ein, zwei Kniffe, hat dann noch ein bisschen Varianten. Nach der Partie waren wir uns aber nicht sicher, wie hoch der Reiz daran ist, das mehrmals zu tun. Also wenn man dann mal ein Gefühl dafür hat und ne, das so ein bisschen einschätzen kann, sag mal, dann ist dieser Wiederspielwert nicht mehr so groß, für mein Gefühl. Also ich kann mir vorstellen, dass es Kids, Familien, noch mal was ganz anderes ist. Aber dieses Gefühl dafür bekommen, dieses einschätzen zu können, was auf welcher Ebene man da trifft, das war ein, zwei Mal, glaube ich, sehr witzig. Danach muss ich sagen, das muss ich nicht ständig spielen. Ne? Das ist jetzt aber auch so aus der Kennerecke, weil Familien kann das noch mal was ganz anderes sein. Aber das Tauchthema kommt offensichtlich ja schon rüber, oder? Ja. Wenn es wirklich darum geht, da diese Tiefen abzuschätzen. Ja, genau. Dieser Gag, ne? Mit, hey, wir haben hier wirklich Tauchebenen, wo wir runtergehen können und müssen abschätzen, was uns denn da wo erwartet, das ist sehr cool umgesetzt. Das hat genau gepasst. Das hat auch diese Partie super viel Spaß gemacht. Aber das ist halt ein Gag. Ich weiß nicht, wie oft der funktioniert und ob das ständig Spaß macht. Das kann ich nicht gerade einschätzen. Das würde ich mal zu bedenken geben, ja. Also ich probiere das echt gerne mal aus, weil mich das auch optisch und thematisch total reizt. Wenn du es noch öfter spielst, dann sag mir mal Bescheid, ob das was ist zum Anschaffen oder eher nur mal zum Ausprobieren. Ja. Weil es klingt wirklich so, als ob das jetzt nicht was ist, was man 10-mal irgendwie in Folge spielen wollen würde. So, da bin ich gespannt auf Erfahrungsberichte vielleicht von anderen Leuten dann, die das in die Kommentare schreiben, können die es in Familien spielen. Ne? Man muss es ja mal zielgruppengerecht betrachten. Deswegen, für Kenner ist es kein Dauerbrenner. Für Familien könnte es einer sein. Weil das, was man macht, macht Spaß. Ich weiß nicht, wie häufig es Spaß macht. Ja, ich habe jetzt noch was, das ist ein großer Brecher. Da bin ich mega gespannt, weil das ja von Becky so hoch und runter gelobt wird. Ich es auch unbedingt mal ausprobieren möchte. Und ich jetzt sehr gespannt bin, was du berichtest. Der Becky spielt auch eine Rolle in der Geschichte gleich noch, wirst du gleich sehen. Wie man ja weiß, ich bin ja großer Abenteuer-Brettspiel-Fan. Ne? Habe ja auch da schon zahlreiche Listen dazu gemacht und da könnt ihr alles auf dem Kanal anschauen. Sieht man ja auch hier am T-Shirt. Also, by the way, wer erkennt, wer das ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Bin ich mal gespannt, ob ihr das rausfindet. Und dann haben wir jetzt mal Fortune of Glory auf den Tisch gebracht. Das ist ja so ein richtiger Ameri-Trash-Spiel. Riesenbrecher. Also brauchst du einen großen Tisch, da hast du dann irgendwie auch gefühlt 20 verschiedene Kartenstapel, von denen man spielt und so weiter. Und thematisch geht es darum, wir sind Abenteurer, wir sind Archäologen und zwar halt so wirklich so im Indiana Jones Setting, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir reisen durch die Welt und wir versuchen Artefakte zu bergen, indem wir Abenteuer erleben. Aber natürlich gibt es irgendeine geheime Organisation, also im Grundspiel sind es die Nazis, wie bei Indiana Jones auch. Die wollen natürlich auch diese ganzen Artefakte und die versuchen dann noch schneller hinzurushen und das Zeug zu holen, bevor wir es kriegen können. Und wenn wir uns da treffen, dann müssen wir uns auch gegenseitig auf die Nase hauen. Das Ganze ist wirklich ein Ameri-Trash-Spiel, wie es im Buche steht. Also es wird halt die ganze Zeit gewürfelt. Bei allem. Es wird um die Initiative gewürfelt, es wird gewürfelt, wo du hinläufst, es wird gewürfelt, wenn du dann die einzelnen Abenteuer erlebst, machst du Würfelproben. Würfeln, 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 würfeln. Und dann denkt man sich so, okay, das ist ja eigentlich ein reines Glücksspiel, aber das hat sich gar nicht so angefühlt, weil man hat trotzdem sehr interessante Entscheidungen zu treffen. Insbesondere dann, wenn man diese Abenteuer macht, weil da muss man, um so ein Artefakt zu bergen, muss man halt irgendwie mehrere von so Abenteuerkarten durchspielen. Und du kannst in deiner Runde irgendwann sagen, so, jetzt habe ich mal 3 durchgespielt von 5, die zum Beispiel jetzt erwartet werden. Ich mache jetzt eine Pause, ich ruhe mich aus, die anderen sind erstmal dran. Und wenn ich wieder drankomme, dann habe ich die 3 schon mal safe und muss nur noch 2 machen. Aber irgendwie reizt einen dann doch dieses Push-Your-Luck-Element, dass man es halt doch gleich irgendwie macht. Weil es kann auch passieren, dass sonst die bösen Nazis vorbeikommen in der Zwischenzeit und dir das wegschnappen. Also sagst du, ach komm, eine Karte geht noch. Eine mache ich jetzt irgendwie noch. Und dann hast du schon 4 von 5 und denkst du, okay, komm, eine geht noch. Und dann verkackst du das aber. Und dann ist es ganz spannend, dann wird diese Abenteuerkarte umgedreht und da ist ein Cliffhanger drauf. Also das Ganze heißt ja auch The Cliffhanger Game. Von wegen, und jetzt hat sich irgendwie jemand demaskiert und jetzt bist du in die Ecke gedrängt und dann ist erstmal Pause. Und wenn du dann wieder drankommst, musst du diesen Cliffhanger unbedingt lösen, damit du dann weitermachen kannst. Und wenn nicht, dann ist dieser ganze Erfolg, den du dir aufgebaut hast, der ist halt dann weg. Und das sind total coole Entscheidungen. Gibt auch ein paar mehr Sachen, also wo gehe ich überhaupt hin und will ich mich irgendwo jemand in den Weg stellen und so. Dieses thematische Feeling
kommt halt mega durch. Also es ist wirklich wie so ein Serial aus den 40er Jahren. Und dieses Abenteuer-Archäologen-Dings, das ist wirklich, das kommt in dem Spiel total gut drüber. Wir haben dann relativ knapp verloren, war aber auch egal, weil das hat wirklich Momente kreiert am Tisch, wo man hinterher sagt, ey cool, das bleibt uns irgendwie auch als Geschichte. Das können wir uns in einem Jahr noch erzählen. Weißt du noch, als du da auf den Berg hochgelaufen bist und dann ist der Vulkan ausgebrochen und so weiter. Also ich glaube, man muss auf diese Art von Spielen stehen. Das ist wirklich alles andere als ein Eurogame, aber uns hat es total viel Spaß gemacht. Cool. Klingt nach viel Spaß, wenn man weiß, auf was man sich einlässt. Sehr schön. Ja, definitiv. Ach so, und genau, um die Auflösung noch irgendwie. Wir hatten dann relativ am Anfang schon gleich eine Regelfrage. Und haben dann im Regelblatt irgendwie nicht gleich gefunden. Dann dachte ich mir so, gut, ja, ich meine, wenn man jemanden fragen könnte, dann ist doch der Becky. Dann habe ich dem kurz eine Nachricht geschrieben und ungefähr 3 Sekunden später hatten wir eine 3-minütige ausufernde Erklärung und dann war alles kein Problem mehr. Also danke an der Stelle nochmal und bin auch schon auf weitere Spieletipps aus der Ecke sehr, sehr gespannt. Sehr cool. Wir freuen uns darauf, dich zu besuchen, Becky. Sehr schön. So, wenn du Bock hast auf mehr coole Spieletipps, wir haben noch Videos verlinkt. Ansonsten noch Abo schadet auch nicht, dann verpasst man nicht die nächsten coolsten Videos. Bis dann. Unbedingt Abo dalassen. Ciao. Ciao.